Weiter geht's. Hagrid. Drei Rennen, drei Runden. Ja gut. So, jetzt müssen wir nach vorne kämpfen. Viel Glück. Funk mich an, wenn du mich brauchst. Hätte mal auf, ich wick's da, Mann. Unnötig. Ja, danke schön. Und du drückst noch nach, du Idiot. Ja, und ich krieg noch eine 2-Sekunden Strafe, weil ich nicht abkürzen muss. Ich muss es halt in den anderen beiden Rennen richten. Hier wird es wohl kaum zu schaffen sein. Meine Fresse! Das war's. Warte, man guckt ja auf Platz 16 so rum. Ach, was für eine Katastrophenrennen. Ich habe jetzt ran bin. Okay, das hier ist deine Platzierung nach Runde 1. Lass uns etwas vorrücken. So, ein bisschen rankommen jetzt an das Feld. Das reißen wir hier nichts. Definitiv nicht. Es geht nur rein in die Platzierung fürs nächste Rennen. Da fehlen aber von anderen Fahrzeugen Teile.
dich zurück. Du hast jemanden zur Weißglut getrieben. Nee, glaub ich gar nicht. Du kannst jetzt nur noch warten, sonst hätte ich auch noch weggedreht hier. Nur noch eine Runde, um ins Rennen reinzukommen. So, letzte Runde. So, jetzt muss ich wieder ein bisschen nach vorne kämpfen. Vielleicht mit ein bisschen Glück, um in ein paar Liter Tempen zu rutschen. Wie gesagt, wenn wir hier nichts wollen. Ja, wir wollen noch nicht als Zeitstrafe auf dem Buckel haben. Ich muss nur nach vorne kommen, ziemlich weit, so weit wie möglich. Ich bin jetzt 7, aber... Da vorne ist der Führende, aber das... Er wird nicht bleiben. Das Rennen hätten wir, so können wir sogar, hätten wir noch gewinnen können. Vierter. Naja. Schade. Und die Zeitschrift hat das Ding gewonnen. Und ich habe für die Zeitschrift nichts gekonnt. 4 Sekunden habe ich noch gekriegt. Ne, 2 Sekunden. Ja, ich hatte ohne die Zeitschrift. Hat das Ding sogar noch gewonnen. Irgendwie. Naja. Egal. Platz 4 klingt schon mal besser als irgendwo am Arsch am Ende des Feldes rum zu gucken. So, Rennen Nummer 2. Und ich starte sogar von ganz vorne. Ja, schon mal bis 20. Chris, verrate uns doch ein wenig über Brands Hatch. Was erwartet uns? 3 Runden. Nach dem letzten Event bist du überlegen. So, schön weit weg vorne. Ah, diese Touchdown, die Wumme. Wie gesagt, weil ich gar nichts dafür kann. Der Rest des Feldes gedreht und dann die kurze Zeit in der letzten Runde so echt noch weit nach vorne gekämpft. Eigentlich hast du ihn gewonnen. Ja, egal. Abhacken. Holen wir jetzt das Ding hier einfach.
schätze Runde. Guter Start. Bleib an der Spitze. Oder aufpassen, dass wir nicht zu weit rauskommen hier. So. Geht es in die letzte Runde? Bleib in Führung. Letzte Runde. Gekappt. Du musst ja nicht immer das Rennen unnötig wegschmeißen. Sechs Mal dann. Jetzt geht's ins Ziel. Wir sind wieder da. So. Ja, 7 Sekunden. Das sind Zeitschriften und tatsächlich nicht das Ring kaputt gemacht. So, gut. Reinrennen. 23. Und jetzt geht's in Barcelona nochmal rund. Dann haben wir's. Auf 4. Oh, aber lässt sich doch gut starten. Es geht in die alles entscheidende letzte Runde. Kristen, was denkst du gerade? Das wird wohl noch einen harten Kampf geben. Es war bis jetzt ein tolles Rennen und so wie die Punkte verteilt sind, gibt es ein paar potenzielle Sieger. Aber wer wird es sein? Ich bin echt gespannt. Ach, das ist das Rennen, oh Gott. Na gut. Ist ja nicht wichtig, jetzt hier einen relativ guten Start zu holen. Den ersten Kollegen haben wir schon. Das ist wichtig. So kurz ist. Da ist nicht viel mit überholen.
schön außen vorbei. Oh, wir haben ihn. Jetzt haben wir zumindest mal die Pole Position, also die Führung. Ja, der war wichtig. Mal Zeit bis Zeit 1 Minute. Eine Minute 11. Okay. Konzentrieren, klar. Alles hier voll im Griff. Gut, jetzt geht's in die letzte Runde. Letzte Runde. Bleib bis zum Ende in Führung. Ziemlich abgeschlagen vorne. Perfekt. So. Haben wir es doch geschafft. Ich hätte mir so schlecht anfangen. Haben wir es dann am Ende doch noch gut gerockt. Nächste Rennen. So. Dann geht's jetzt weiter. Nee, morgen geht's weiter damit. Road Race. Bis dann. Tschüss.